Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, ich habe eine etwas entspanntere Position eingenommen, wie vielleicht sonst. Ich möchte euch heute ein Update geben zum Thema Weihnachtsmarkt, wie weit wir sind, was gibt's Neues, wer ist Neues dabei, worauf dürft ihr euch freuen? Das und noch viel mehr in diesem Video. Bleibt also unbedingt dran. Viel Spaß! Thema Weihnachtsmarkt. Bei uns ist es so, die Vorbereitungen laufen. Ich weiß, was viele von euch jetzt wahrscheinlich denken, so, Digga, es ist Sommer, da habe ich noch keinen Bock auf Weihnachtsmarkt. Verstehe ich auch alles, aber bei uns ist das so, es ist natürlich eine nicht unaufwendige Veranstaltung, die sehr viel Planungsphase braucht. Und dementsprechend müssen wir das natürlich jetzt schon früh genug ankündigen. Also nur, dass ihr das versteht. Ich meine, im Sommer habe ich auch noch keine Lust auf Weihnachten. Aber wie gesagt, das ist relativ aufwendig, dieses Projekt. Und dementsprechend müssen wir einfach sehr früh mit der Planung anfangen und natürlich auch dementsprechend früh Tickets und sowas dann anbieten. Einfach, dass wir früh genug eine gewisse Personenzahl abschätzen können. Die erste Neuheit, oder neu ist es nicht, aber ab jetzt bekommt jeder von uns, jede Bestellung bei uns, diese Flyer hier mit ins Paket beigelegt. Da hat man hinten, also A, sehen sie natürlich sehr schön aus und B, findet man auf der Rückseite sämtliches Informationsmaterial. Was gibt es, wer ist dabei und. Denn da muss man sagen, hat sich tatsächlich einiges getan. Also wenn ihr jetzt in Zukunft Bestellungen bekommt, sind in Zukunft überall diese Flyer hier dabei. Vor allem, oder wenn ihr zum Beispiel bei uns ja, lokal einkauft, könnt ihr diese Flyer auch mitnehmen. Da ist dann hinten dran quasi der QR-Code und da findet man nochmal gezielt mehr Informationen. Die zweite Neuheit dieses Jahr, und das ist jetzt auch wirklich eine Neuheit, ist, dass wir tatsächlich richtige Eintrittskarten versenden. Die sehen so aus, ist auch wirklich sehr festlich angehaucht vom Design her. Es sind richtige Eintrittskarten. Wenn ihr also im Shop jetzt bei uns bestellt, bekommt ihr solche wunderschönen, echt hochwertigen Eintrittskarten von uns geschickt. Genau, wir haben gesagt, oder wir empfinden das als wichtig, wenn man eine hochwertige Veranstaltung macht, dass man auch einfach was in der Hand hat. Entweder hebt man sie natürlich auf oder man schmeißt sie danach weg. Aber die braucht ihr auf jeden Fall, um reinzukommen. Entweder in der Abendkasse natürlich oder eben idealerweise im Vorverkauf. Denn für uns ist es natürlich super für die Vorabplanung, dass wir circa abschätzen können, wer kommt. Und wie gesagt, ihr bekommt wirklich richtige Eintrittskarten zugeschickt. Ich denke, das ist einfach eine schöne Geschichte. Man zeigt das am Abend vor, wird dann abgerissen, kann dann eben reinkommen. Das ist natürlich für die Planung einfach wirklich super. Also das ist die erste Neuigkeit oder Neuheit, Eintrittskarten. Steht auch nochmal hier hinten dann alles drauf, wann es losgeht, bis wie viel Uhr das geht, Datum und. Und genau diese Eintrittskarten sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben dieses Jahr tatsächlich zwei Bands. Wir haben einmal eine Hauptband und wir haben einmal eine zweite Band, also Haupt- und Nebenband kann man sagen. Hauptband und Nebenband laufen dieses Jahr über ein Sponsoring oder generell wird das in Zukunft über ein Sponsoring laufen. Es hat einfach den großen Vorteil, dass wir natürlich dann die Eintrittspreise für so ein Event niedrig halten können für euch. Wenn wir jetzt das Ganze nicht über ein Sponsoring laufen lassen würden, wären natürlich die Eintrittspreise ein bisschen höher, was ich wiederum auch nicht wollte. Als Hauptband dieses Jahr, da bin ich schon, muss ich sagen, echt stolz drauf, dass wir das organisieren konnten, ist Andreas Kümmert. Ist der Gewinner von Voice of Germany 2013. Ist wahrscheinlich eine der Stimmen
im Musikbusiness hier in Deutschland, also wirklich krass. Wird gesponsert von The Faces, die übernehmen die kompletten Kosten für Andreas Kümmert, was natürlich echt Killer ist. Der wird von 19 Uhr bis 21 Uhr auftreten am diesjährigen Weihnachtsmarkt. Und an der Stelle hier wird der Alex einfach mal ein YouTube-Video einspielen von seinem Auftritt von Voice of Germany 2013. Der hat damals auch gewonnen, also das, denke ich, will auf jeden Fall noch was heißen. Die zweite Band ist Sintal Sound, das ist auch so eine etwas jüngere, dynamische Band. Die wird dann quasi von 21 Uhr bis Open End spielen. Und das Ganze wird gesponsert dieses Jahr von Polytop, die auch wiederum die Bandkosten alles übernehmen. Also ihr seht, das sind schon zwei echte Brecher am Start, was natürlich mega ist. Also die werden uns quasi den kompletten Abend vom Weihnachtsmarkt musikalisch begleiten. Das Ganze mit, also die Bands spielen ab 19 Uhr und ab 14 Uhr geht es hier offiziell dann eben los. Aber ich sag mal, ab 14 Uhr braucht man ja noch keine Musik. Da geht es ja erstmal um Schauen, Anfassen, Gucken, was gibt es Neues. Und wenn der Weihnachtsmarkt dann so langsam in den gemütlichen Teil ausklingt, fangen die Bands an zu spielen. Also das auf jeden Fall schon mal brutal gut. Freut mich wirklich sehr. Dann ist es auch dieses Jahr so, und das kann ich jetzt auch sagen, dass wir jetzt offiziell natürlich außer Autopflegehersteller auch ein paar andere Aussteller haben, die, ja, ich sage jetzt mal, für die Leute gedacht sind, die nichts mit Autopflege zu tun haben, sich vielleicht sogar ein bisschen langweilen können. Also da muss ich sagen, ist für dieses Jahr auch alles schon unter Dach und Fach. Da wird es dieses Jahr keine Langeweile geben. So viel kann ich euch schon mal versprechen, dass wir auf jeden Fall auch so ein paar andere Sachen da haben, die vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sind. Zum Beispiel wird es eine kleine Elektrofahrrad-, also E-Bike-Ausstellung geben. Da könnt ihr euch verschiedene E-Bike-Modelle angucken und, und. Also auf jeden Fall wird da so ein bisschen was geboten. Natürlich wird das Ganze immer noch im Hauptfokus der Autopflege stehen. Das ist klar, aber uns ging es erstmal darum, dass natürlich, wenn, ich kenne es ja selber, wenn meine Frau jetzt mit dabei wäre, dann ja, würde die sich wahrscheinlich auch ein bisschen langweilen nach einer Zeit und da wollen wir einfach auch so ein bisschen Abhilfe eben schaffen. Genau, größte Neuheit ist natürlich auch, dass wir jetzt neue Aussteller auch gewinnen konnten. So viel kann ich schon mal sagen, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr der mit Abstand größte Weihnachtsmarkt wird, was die Summe an Ausstellern angeht. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 25 Hütten oder so. Also wirklich ein Haufen Holz. Es ist sehr, sehr viel tatsächlich jetzt. Das Jahr davor waren es, glaube ich, nur, oder beim ersten Weihnachtsmarkt waren es nur 10 oder 12. Dann letztes Jahr waren es ja schon ein paar mehr. Und dieses Jahr sind es noch mehr. Also das ist mittlerweile schon so weit, dass wir angeschrieben werden von verschiedenen Herstellern, die auch ausstellen möchten. Und da freut es uns natürlich sehr, dass da, ja, immer mehr dazukommen, ja. Mittlerweile ist es so, dass wir unter den neuen Ausstellern dazugekommen ist Dr. Wack. Die sind dieses Jahr mit dabei. Dann Viamontes, auch neu, kennt ihr ja. Der Dr. Bierglanz ist da ja im Außendienst so ein bisschen tätig. Und genau, also Viamontes dieses Jahr auch als neuer Aussteller mit dabei. Dann dürfen wir Modesta begrüßen. Modesta bekannt für sehr hochwertige Keramikbeschichtungen. Ich denke, das wird für den einen oder anderen auch bekannt sein. Die sind mit einer Hütte dieses Jahr mit dabei. Dann Chemical Works dieses Jahr auch mit am Start. Als neuer Aussteller dürfen wir auch begrüßen. Und OneWax. OneWax hat auch zugesagt. Auch mittlerweile eine sehr bekannte junge Marke. Freut mich auch sehr, dass OneWax hier mit am Start ist. Und SafeShield hat für dieses Jahr auch zugesagt. Also schon 6 neue Marken. Und ich sag mal, bis zum Weihnachtsmarkt sind es ja noch ein paar Tage hin. Aber wir sind jetzt schon mit 6 neuen Hütten am Start, was natürlich brutal gut ist. Ich freue mich jetzt schon richtig, dass da viel geboten wird, dass ihr viel, ja, Neues kennenlernt, dass das Ganze auch wirklich so groß wird. Das ist schon wirklich eine richtig geile Geschichte. Ich freue mich natürlich auf Besuch natürlich auch. Also wenn ihr auf jeden Fall vorbeikommt, wäre schön. Ihr seht, es wird immer mehr, es wird immer größer. Man kriegt immer mehr geboten. Deswegen sichert euch euer Ticket jetzt schon rechtzeitig. Das ist einfach den Grund, dass wir natürlich das Ganze auch für uns planen können. Genau,
Vielleicht kann man es idealerweise ja mit einer Produktbestellung verbinden, dann ist das mit den Versandkosten ja sowieso egal. Genau, aber sichert euch euer Ticket rechtzeitig, denn Vorfreude ist die schönste Freude und für uns ist es natürlich super wegen der Planung. Also unten alles verlinkt, sämtliche Informationen findet ihr dazu auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir werden, sobald jetzt die nächsten Neuerungen kommen und die Planung weiter fortgeschritten ist, weitere Updates drehen. Also ich freue mich, es wird brutal gut und ja, ich hoffe, euch alle am Weihnachtsmarkt dieses Jahr begrüßen zu dürfen. Wir werden nämlich auch wieder unsere neue Produktgeneration vorstellen, die wir so ein bisschen jetzt anteasern werden in den nächsten Videos. Da bleibt ihr am besten also auf jeden Fall auch dran, denn da kommen ein paar echte Kracher auf euch zu. Also, bis denne, ciao.